Herzlich willkommen zu Let's Play WWE 2K16. Ja, gegen John Cena sollen wir kämpfen. Das dritte Mal jetzt. Und das dritte Mal. Alle guten Dinge sind drei. Vielleicht werden wir ihn besiegen. Ich probiere es aus. Ich wage es, mich ihn herauszufordern. Eieiei. Immer er. Er ist die ganze Zeit mein Feind. Ja. Nicht umsonst müssen wir gegen ihn kämpfen. Er ist wirklich gut. Also wirklich. Der macht Schaden bis zum geht nicht mehr. Und ich dachte, Undertaker wäre ein Problem, aber der ist echt heftig. John Cena. It's all about hustle, loyalty, and respect with John Cena. His time is now. I don't know, Michael. It's a pickle. I wouldn't be surprised by any outcome here in this match. Okay, das wird ein Kampf. Also ich muss wirklich richtig aufpassen. Ich muss ja meine Reversal genau richtig, richtig gut ausnutzen. Fuck, Mann. Wieso haut er mir schon direkt eine rein? Dann fall mal runter. So. Ich bin echt der Meinung, wir sollten draußen kämpfen. Was meint ihr? Gehen wir mal raus. Ich werde den mal versuchen, draußen ein bisschen zu vermöbeln. Ich werde es einfach mal versuchen. Vielleicht klappt es. Ich kann es nicht versprechen. Dass man quasi rein, raus geht. Ich weiß, das ist dann quasi schon ein halbes Cheaten, aber nur so können wir ihm eventuell eine Falle stellen. Oder ihn versuchen, wirklich zu hauen. Und wieso? Genau. Und jetzt nochmal, wenn es geht. Dass man sonst... Ich weiß es nicht, wie man ihn sonst besiegen könnte. Also wichtig ist auf jeden Fall... So, jetzt ist der Schiri sogar runtergeflogen. Mist. Schade, dass man keine illegalen Attacken machen kann. Außer jetzt irgendwelche Gegenstände zu nehmen, wenn man ihn angreifen will. Nein, jetzt macht keine Kniebeugen. Ich dachte schon. Manchmal macht er nämlich solche Kniebeugen. So, Sekunde, wir gehen wieder rund raus. So, dann kommen wir raus. Moment. Schön. Eine Klatscher. Ein Klatscher muss sein. Komm. Nein! Was? Der hat den letzten... Mist, zu spät. Vor allem, was ich auch gemerkt habe, ich habe das Gefühl, die Reversal Points, also der Balken, lädt sich bei ihm viel schneller auf als bei mir. Keine Ahnung, das Gefühl habe ich irgendwie. Mal, geht's noch? Das Gefühl habe ich nämlich irgendwie. Frag mich nicht, warum. Dass sich der Balken, dieser Reversal-Balken, viel schneller bei ihm auflädt als bei mir. Kann mich aber auch irren. Jawohl, wir haben ihn schon mal... Jawohl, jetzt hat er sogar abgewehrt. Sehr schön. Das ist unsere Chance. So, nochmal, Moment.
Sehr schön. Ins Gesicht. Das schmeckt gut. Gibt's neue Zähne. Heftig, ey. Ich weiß nicht, was man da noch machen kann. Den am besten wirklich zu besiegen. Springen wir hier noch drauf. Er hat nur einmal. Er könnte jetzt normalerweise ausweichen. Was er je macht. Oh, er ist nicht ausgewichen. Warum? Er muss jetzt irgendwie abwehren nochmal gleich. Das muss er machen. Weiter, weiter, weiter. Irgendwie muss er doch abwehren. Oh, er hat nicht mal mein Signature abgewehrt. Okay, wenn er es nicht abwehrt, dann hau ich ihm gleich all meine Finisher und so rein. Er muss es abwehren. Irgendwie, komm. Nein, macht er immer noch nicht. Ja, jetzt hat er abgewehrt, endlich. Oh, jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's wieder los. Shit, zu früh. Bam, voll ins, ja, voll gegen den Hinterkopf oder gegen den Nacken. Wir müssen mal John Cena Training oder Workout mal bei YouTube eingeben. Der Typ trainiert echt Hammer, also Hammer, der ist so fleißig beim Trainieren. Kein Spaß, also ich finde das echt cool, wie er trainiert. Meine Güte, guck mal, der kann kaum noch was machen. Hat kaum keine Ausdauerpunkte oder so. Oder hatte. Ich glaube, ich werde ihn mal abzählen. Nein, jetzt sagt nicht, er macht wieder Kniebeugen. Oh, das ist der schlimmste Skill von uns. Kniebeugen. Nein, das ist der schlimmste Skill von uns. Ich verstehe es nicht, wie kann man so etwas... Ah, Mist, zu spät. Fuck, jetzt hat er ein Signature. Er hat ein Signature jetzt. Fuck, fuck, fuck. Mist. Komm. Ich darf es nicht zukommen lassen, Mann. Er ist noch recht low. Recht low. Komm schon. Hau ihm eine rein, noch eine, komm. Zieh ihn doch nicht, Mann. Du sollst ihn nicht ziehen, sondern eine reinhauen. Powerbomb, hin und her, volle Pulle. Jetzt. Komm. Ich warte. Ja, er hat abgewehrt. Das ist aber gut für uns. Wisst ihr warum? Oh nein, er hat ein FU. Er könnte jetzt ein FU machen. Wieso denn das? Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Ich dachte, wir haben Reversal von ihm genommen. Warum ging das jetzt nicht? Das ist ja merkwürdig. Jetzt ist er rot. Endgültig. Ich springe jetzt auf ihn. Es tut mir leid. Ach du Kacke. Ja, geht doch. Ja, er setzt auf jeden Fall seinen Finisher jetzt ein. Komm schon, das muss ich schaffen. Ja, ich hab's geschafft, glaube ich. Ja. Boah, jetzt sind wir dran. Wir warten jetzt kurz und setzen unseren geladenen Finisher ein. Moment. Jawohl, wir haben es geschafft, glaube ich. Ja, wir haben es geschafft. Okay, zähl. Das wird jetzt extrem spannend. Es wird extrem spannend. Zähl. Eins, zwei. Nein, er hat noch gehalten. Mist. Ich dachte, es könnte funktionieren, aber dem war nicht so. Der ist sehr, 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 sehr hartnäckig. Ziemlich hartnäckig. Keine Kniebeugen, bitte nicht. Oh nein!
Das ist der schlimmste Skill, den es gibt. Das ist der schlimmste Skill, den es gibt. Und der lächerlichste Skill. Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ehrlich nicht. Oh, wir sind grün. Jetzt zählt er mich schon ab. Was dem einfällt, schon mich so früh abzuzählen. Aber jetzt haben wir selbst ihn an seine Grenzen schon gezwungen teilweise. Wir waren halt irgendwie ein bisschen auch taktisch. Darauf kommt es halt wirklich an. Ja, jetzt kann er aber gar nichts mehr abwehren, ganz ehrlich. Jetzt kann er gar nichts mehr abwehren. Jetzt kann er gar nichts mehr abwehren. Komm, weiter. Ich kann ihn, glaube ich, nur knocken, wenn ich ernsthaft jetzt, also ohne jetzt so zu übertreiben, wenn ich ernsthaft ein Signature habe, denke ich. Also ich probiere es jetzt nochmal mit dem, einmal mit abzählen. Probieren wir es einfach mal aus. 1, 2. Ja, wir haben es geschafft. Alter. Heftiger Match. Nee, das war übel. Das war wirklich taktisch. Das war echt taktisch. Sonst hätten wir den, glaube ich, nicht gepackt. Authority-Zuschauer, das konnte ich leider nicht erfüllen, aber wir haben es geschafft, Mann. Endlich. Endlich haben wir es geschafft. Womit ich, ehrlich gesagt, nicht gerechnet habe. Boah, das ist schon, ich finde das eine Meisterleistung gerade von mir. Also, ich sag es mal so, ich bin echt froh immer, wenn ich das dann schaffe. Ja gut. Das ist geil. Ich finde das mega geil irgendwie. Wir könnten jetzt theoretisch hier, wir sind jetzt quasi Platz 1 hier. Wir könnten jetzt hier nochmal beitreten. Wir könnten auch, lass mich nicht lügen, boah, hier, guckt euch die Leute mal an. Hier sind nur starke Leute. Brock Lesnar und so. World Heavyweight Championship. Aber wir werden erstmal hier bleiben. Und wenn es dann irgendwann ankommt, wirklich Titelkampf zu machen gegen John Cena, dann werden wir das tun. Dann werden wir das auf jeden Fall tun. So, und ich verabschiede mich auf jeden Fall hier von Let's Play WWE 2K16. Vielen Dank wieder fürs Mitschauen. Es war sehr, sehr spannend. Und lass wie immer auch gerne eine Bewertung da. Das supportet mich automatisch mit. Bis dahin.